Sie wurden als Helden der Gesellschaft gefeiert. Lkw-Fahrer. Mitten im Lockdown stellten sie den Warenfluss sicher. Das Thema ist hochbrisant. Die Corona-Krise hat uns vor Augen geführt, wie wichtig die Lkw-Fahrer für unsere täglichen Regalbefüllungen sind. Doch für andere sind sie nur ein Ärgernis. Die fahren über den Grünstreifen durch, fahren alles kaputt. Die Lkw-Fahrer wiederum stehen unter extremem Stress. Für sie gibt es viel zu wenig Parkplätze. Hier haben sie einen Stein reingelegt. Also ist man hier als Lkw auch nicht mehr willkommen. Das ist Katastrophe. Später Nachmittag im Gewerbegebiet Gröbers in der Gemeinde Kabelsketal in der Nähe von Leipzig. Nur wenige Fahrminuten von der A14 entfernt, suchen Dutzende Lkw-Fahrer nach einem Schlafplatz für die Nacht. Nach und nach werden die Seitenstreifen und Gehwege zugeparkt. In Hochzeiten kommen bis zu 100 Lkw pro Nacht. Der nahegelegene Parkplatz auf der Autobahn, wo die Lkw eigentlich stehen sollten, ist seit Stunden dicht. Deswegen staut es sich nun im Gewerbegebiet. Nicht nur hier wird der Andrang immer größer. Viele Fahrer kennen die Parkmöglichkeiten im Gewerbegebiet neben der Autobahn. Und dort hinterlassen sie Spuren. Gerd Krüger lebt seit Jahren damit. Er wohnt hier und ärgert sich über die Zustände. Wie muss man sich das vorstellen? Wenn hier abends, wenn der Abend kommt oder morgens, wenn die hier noch stehen, wie sieht es hier aus bei Ihnen dann? Ja, da muss man auf die Bilder gucken, da sieht man es am besten. Ja, so sieht es denn aus. Ja. So sieht's aus. Was für Schäden richten die an, wenn die hier so parken? Die fahren über den Grünstreifen durch, fahren alles kaputt. Hier vorne, wenn man hier sieht, jetzt, wir stehen jetzt hier, hier ist die letzte Lampe, die steht. Die nächste steht da drüben. Bei meinem steht alle 25 Meter eine Lampe. Wo sind sie? Alle weg. Alle umgefahren. Mich ärgert, weil es nicht rechtens ist, was sie machen. Und das stört mich. Dass, wenn die hier parken und sagen wir mal, die müssen Strafe bezahlen. Dann wäre es was anderes. Ja, da wäre es was anderes. Aber hier geht ja niemand durch. Macht ja nicht. Und wenn man mit der Polizei spricht, die sagen, das runde Verkehr ist das Ordnungsamt davor zuständig, müsste genau. Das Ordnungsamt gehen. Genau. Und das Ordnungsamt macht nicht, in dem Fall. Seiner Meinung nach ist die Gemeinde schuld an der Situation. Sie würde einfach zu wenig gegen die wild parkenden Lkw tun. Wir fahren ins Rathaus und fragen nach. Doch auch hier hat man die Situation im Blick. Was hatte die letzte Zählung ergeben? Ja, da hatten wir 46. In der Sommersaison war es ein bisschen weniger, während der Corona-Zeit auch. Aber es wird jetzt wieder stetig mehr. 46 Lkw dort, wo eigentlich kein einziger parken dürfte. Das regt Bürgermeister Steffen Kunig und die Leiterin vom Ordnungsamt Jacqueline Schaaf seit Jahren auf. Die Hinterlassenschaften der Lkw kosten die Gemeinde viel Geld. Ja. Gibt es eine Kosteneinschätzung, dass wir hier in unserem Gewerbegebiet schon eine Investitionssumme von rund 670.000 Euro vor uns herschieben oder die über uns schwebt, die wir benötigen, um das quasi wieder herzurichten, was zerstört wurde? Hinzu kommen 80.000 Euro pro Jahr für die Beseitigung des Drecks und Unrats. In Zeiten von klammen Gemeindekassen sind das enorme Summen. Jacqueline Schaaf kennt die Lage im Gewerbegebiet seit vielen Jahren. Ihr täglicher Arbeitsweg führt sie dort entlang. Solange wie ich hier arbeite, war es schon immer Thema. Mit der Verschärfung der Ruhe- und Lenkzeiten ist es noch mal ein bisschen mehr geworden. Man merkt, Montag ist es noch ruhiger und Freitag wird es dann wieder ruhiger. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dort immer Betrieb.
An diesem Nachmittag ist es noch leer. Doch die Folgen des illegalen Parkens sind sichtbar. In den letzten Jahren hat die Gemeinde viel versucht, ein Parkverbot zum Beispiel. Doch niemand hält sich daran. Auch die im Boden versenkten Mülleimer haben kaum einen Effekt. Vorher war es dann halt überall, wo sie gestanden haben, lag dann auch ihr Müll rum. Und wir mussten eine viel, viel größere Fläche beräumen. So beschränkt sich das, ich sag mal, auf einen kleineren Radius, den wir beräumen müssen. Sie meint den Radius rund um die Mülleimer. Als das Gebiet eröffnet wurde, erleuchteten 230 Laternen die Straßen. Heute sind es noch ein paar Dutzend. Firmen, die hier investieren wollen, würden durch den schlechten Zustand abgeschreckt, sagt der verzweifelte Bürgermeister. Es tut schon weh, sowas sich anschauen zu müssen, dass wir sowas hier erdulden müssen. Keine wirkliche Handhabe haben, um sowas hier zu verhindern. Für die Gemeinde finde ich es schlimm, wie unser Gewerbegebiet zerstört wird, wie die Straßen aussehen, wie unsere Laternen aussehen. Aber ich kann auch die Lkw-Fahrer verstehen, die dann einfach ihre Ruhezeiten einhalten müssen und verzweifelt sind und nicht wissen, wo sie sich hinstellen sollen. Also ich sage, das Hauptproblem sind die fehlenden Parkflächen direkt an der Autobahn, wo die Lkw-Fahrer ihre Pausen machen können. Deshalb sind sie gezwungen, andere Parkmöglichkeiten sich zu suchen. Verständnis ist da. Doch haben will Lkw und ihre Fahrer niemand. Aber wo sollen sie hin? Und wie aufreibend ist für sie die Suche nach einem Schlafplatz für die Nacht? Um das herauszufinden, begleiten wir Norman Engel auf seiner Fahrt von Sachsen-Anhalt in den Ruhrpott. Kaum verlassen wir den Rasthof, schon beginnt der Ärger. Stau. Oha, ich sag immer zu wenig Straße für zu viele Autos. Lass mich bitte rüber. Früher konnte ich sagen, ich bin in 4 Stunden wirklich von A nach B gekommen. Was ich heute nicht mehr kann, aufgrund, weil ja immer Stau ist, macht die Sache halt ein bisschen stressiger in dem Sinne. Manchmal ist es schwierig, aber mittlerweile, ich habe mich dran gewöhnt, weil ändern kann ich es eh nicht. Seit 15 Jahren fährt der Familienvater quer durch Deutschland, Woche für Woche. Staus, in denen er kostbare Zeit verliert, sind für den 38-Jährigen Alltag. Ja, das ist eine Stunde, die ich jetzt später Feierabend habe heute, für den heutigen Tag. Das ist nicht mehr aufholbar. Kann schon über Glück und Pech entscheiden. Also ich denke mal, dass es für mich jetzt schwieriger wird, einen vernünftigen Parkplatz zu finden. So hätte ich noch ein bisschen mehr Auswahl gehabt, aber jetzt mit der Situation werde ich wohl nehmen müssen, was kommt und was ich kriege. So, jetzt kommen wir. Feuer. Endlich freie Fahrt. Norman Engel bewegt sich in einem engen zeitlichen Korsett. Lenk- und Ruhezeiten bestimmen seinen Arbeitsrhythmus. Also im Block darf ich 4,5 Stunden fahren. Da muss ich 45 Minuten Pause machen. Dann wieder 4,5 Stunden. Dann ist eigentlich nach 9 Stunden Lenkzeit Feierabend. Beziehungsweise zweimal die Woche 10 Stunden. Was aber teilweise auch schwierig ist. Weil das ist ja dann immer, wird ja dann immer später. Und das ist ja, dann macht ja die Parkplatzsuche schwieriger. Also es ist manchmal nicht möglich, seine Fahrzeiten auszureizen. Nicht nur diese EU-weiten Richtlinien muss er beachten. Die meisten Lkw hier auf der A2 kommen aus Osteuropa, wollen ebenfalls Richtung Westen. Das erschwert die Suche nach einem Stellplatz. 1 bis 2 Stunden suchen Fernfahrer laut Untersuchungen täglich nach einem Ruheplatz. Ja, ist schon voll. Na, hier gibt's nichts. Es ist 17 Uhr. Bange Stunden beginnen. Für Norman Engel eine belastende Situation. Er fährt den nächsten Parkplatz an. Jetzt müssen wir ein bisschen langsam machen hier, damit wir dem Kollegen hier nicht die Plane kaputt fahren und uns einen Spiegel. Und das ist so der tägliche Wahnsinn. Also weiterfahren, weitersuchen. Also wenn ich merke, meine Fahrzeit geht dem Ende zu und ich habe immer noch keinen Parkplatz und es ist dann so Minutensache, ich werde dann nervös, es regt mich auf, da braucht mir auch keiner anrufen, da ist einfach nur Stress pur.
sage ich mal in dem Sinne. Mit seiner Angst, keinen Stellplatz zu finden, ist Norman Engel nicht allein. Allen Fahrern geht es so. Doch ist eine wirkliche Verbesserung ihrer Situation überhaupt in Sicht? Deutschlandweit fehlen knapp 23.300 Stellplätze, jede Nacht. Andere Schätzungen gehen sogar von 50.000 aus. Auch in Mitteldeutschland sind Lkw-Parkplätze Mangelware. Eine nächtliche Zählung hat schon im Jahr 2018 ergeben, dass in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr als 3.000 Lkw-Parkplätze fehlen. Es gibt zu wenig Lkw-Parkplätze, das ist seit Jahren bekannt. Das hängt damit zusammen, dass der Güterverkehr wächst und mit dem wachsenden Güterverkehr eben auch mehr Bedarf für Lkw-Parkplätze besteht. Der Politik ist das Thema aber auch bekannt und sie hat schon vor Jahren damit begonnen, mehr Lkw-Parkplätze zu schaffen. Das geht nicht ganz so schnell, wie man sich das erhofft. Sie brauchen die geeigneten Grundstücke. Sie brauchen die Zustimmung der Anwohner, sie brauchen die Akzeptanz der betreffenden Kommunen. Das klappt in vielen Fällen, aber das klappt eben auch nicht in allen Fällen. Patrick Thiele vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag beobachtet in den letzten Jahren eine Entwicklung. Die Sendungsgrößen werden immer kleiner und damit der Lkw auch immer gefragter. Wenn Sie kleine Mengen zu transportieren haben, dann eignet sich der Lkw einfach besser. Er kann kleine Mengen transportieren, er kommt überall hin. Also es gibt eine Prognose für den Bundesverkehrswegeplan. Die sieht für den Straßengüterverkehr von 2010 bis 2030 ein Wachstum von 39% vor. Heißt, es werden noch mehr Lkw unterwegs sein. Und die brauchen noch mehr Stellplätze. Die Folgen des wachsenden Transitverkehrs spürt man im Kabelsketal. Die Fahrer und ihre Lkw kommen aus Tschechien, Polen, Litauen, Russland, Ungarn und vielen anderen Ländern. Vereinzelt sind auch Deutsche dabei. Regelmäßig sind Jacqueline Scharf und Annika Abraham vom Ordnungsamt unterwegs. Wir versuchen es mal, mal gucken, ob er uns versteht. Hallo, ja. Guten Abend. Verstehen Sie uns? No. No? Wir sind vom Ordnungsamt. Sie dürfen hier eigentlich nicht stehen. Sie stehen hier in einer Parkverbotszone für LKWs. Ihre Fahrzeit ist um? Ihr Working Time ist aus? 10 Uhr. Fürs nächste Mal. Nicht wieder hierher stellen. The next time not here parking. Okay? Ja? Okay. Bye. Ciao. Sie kontrollieren hier im Gewerbegebiet, wo die Lkw nicht stehen dürfen. Doch Bußgelder verteilen sie dennoch nicht. Das Gefahrenpotenzial ist einfach auch für die Mitarbeiter zu groß. Wissen wir denn, wenn wir gerade dann im Dunkeln hier sind, wir haben ja dann eine Menge Geld an uns. Und das wurde gesagt, wenn dann nur, also ich sag mal, Unter Polizeibegleitung, beziehungsweise dann, dass wir es hinterher schicken. Das Problem sind natürlich die Ausländischen, weil es gibt zwar EU-Abkommen, aber diese EU-Richtlinie, dieser Datenaustausch von den Kennzeichen erstreckt sich derzeit nur auf fließenden Verkehr. Oder, also ich sag mal, Geschwindigkeitsüberschränkung, rote Ampel, Alkohol am Steuer, Handy am Steuer, dafür ist es derzeit die EU-Richtlinie da. Wie zum Beispiel Tschechien würden wir gar keine Auskunft kriegen über die Halter. Ein paar Jahre haben sie trotzdem Bußgelder verteilt und im Ausland nachverfolgt. Doch der Aufwand war groß, der Ertrag gering. Nun setzen sie ganz auf einen Erziehungseffekt. Parkplätze, viel zu wenig auf der Autobahn. Reicht man aus, Industriegebiet, machen sie überall Halteverbot hin. Verstehe ich schon mal gar nicht. Das ist ein Industriegebiet hier. Naja. Ja, die Laternen, ja. Wer macht sowas? Ja? Also hier habe ich mir keinen Kopf gemacht, weil ich hätte ja noch eine Stunde fahren können. Ich denke, hier ist schön, hier bleibst du stehen die Nacht, aber auch wieder nichts. Also wir hoffen zumindest, dass es einen erzieherischen Effekt hat. Also auch wenn von 10 LKWs vielleicht nur 2 nicht wiederkommen. Aber bei unserer nächsten Runde sind es dann wieder 2 andere, die nicht mehr kommen. Natürlich ist das eine Kette ohne Ende. Aber wie gesagt, das Grundproblem liegt woanders. Ja. Um dass uns geholfen wird, müsste
müssten mehr Parkplätze an die Autobahnen gebaut werden, wo sie sich hinstellen könnten. Ja. 100 Millionen Euro pro Jahr möchte der Bund künftig für den Bau neuer Lkw-Parkplätze ausgeben. Deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Wie der neue Kurs aussieht, kann man in der Altmark beobachten. Hier, wo die A14 künftig Richtung Norden verläuft, in der Nähe von Dolle, entsteht ein Rasthof mit Platz für 150 Lkw. Ein Drittel mehr als ursprünglich geplant. In 3 Jahren soll der Rastplatz fertig sein. Aber Planung ist bei einem Großprojekt wie der A14, das schon seit 20 Jahren umgesetzt wird, schwierig. Das weiß niemand besser als Steffen Kauert, der Projektleiter. Wir sehen ja die Entwicklung, die verkehrliche Entwicklung. Und deswegen haben wir uns im Prinzip in der Abstimmung dazu entschieden, dass wir sagen, wir bauen gleich das Größtmögliche. Auch mit der Gefahr, dass sie vielleicht in 2 Jahren noch nicht ganz ausgelastet wird. Aber dass wir halt auch in die Perspektive, in die Zukunft, wenn auch die gesamten Abschnitte dann unter Verkehr sind, wir nicht gleich wieder ran müssen und erweitern müssen. Das Land Sachsen-Anhalt möchte in den nächsten Jahren hunderte neue Lkw-Stellplätze bauen. Steffen Kauert wird für diese Bauvorhaben verantwortlich sein. Bei jedem Rastplatzbau muss er zwischen den Interessen abwägen. Also wir haben im Endeffekt den Individualverkehr, also sprich der Bürger, der sozusagen, oder der Verkehrsteilnehmer, der in Urlaub möchte, der auf einer Dienstreise ist. Für die ist natürlich eine gewisse Frage Erholungscharakter, auch ein Sicherheitsgefühl, das muss man sagen. Da möchte ich dann auch eine Grünfläche haben, da möchten ein paar Bänke sein. Das ist dem Lkw-Fahrer, der dann hier seine Dreiviertelstunde Pause macht, vielleicht gar nicht so wichtig. Der möchte wissen, wo kann er duschen, der möchte wissen, wo kann er dann die nächste Nacht ruhig und sicher stehen, wo ist es gut ausgeleuchtet. So treffen da unterschiedlichste Ansprüche dann aneinander. Das alles müssen Verkehrsplaner wie Steffen Kauert beachten. Die Planung dauert auch deswegen viele Jahre und hinkt der Entwicklung des Lkw-Verkehrs hinterher. Das muss man nur mit offenem Auge betrachten, dass wir natürlich dort im zweiter Sieger sozusagen sind. Wir sind dran, wir machen viel, also in allen Erhaltungsmaßnahmen, wo wir in den letzten Jahren Parkplätze mit dabei haben, haben wir Stellplätze geschaffen, haben wir Stellplätze erweitert. Die Masse und die Lkw-Entwicklung ist natürlich so rapide, man hat es jetzt auch in der Corona-Phase gesehen, der gesamte Verkehr ist runtergegangen. Die Lkw-Zahlen haben sich nur ganz kurz sind wir zusammengebrochen und schon war der Lkw-Verkehr wieder da. Also das ist eine Entwicklung einfach und das ist, glaube ich, deutschlandweit eine erkennbare Situation, dass hier sozusagen so schnell gar nicht die Stellplätze geschaffen werden können, wie der Lkw-Verkehr zunimmt. Dass immer mehr Lkw auf den Straßen sind, merkt auch Norman Engel täglich. Inzwischen sucht er seit einer Dreiviertelstunde nach einem Stellplatz für die Nacht. Nächster Versuch, ein Rasthof in der Nähe von Hamm. Jo, ist voll. Der steht so weit hinten. Pass ihn hier rein. Ist deprimierend, weil ich ja eigentlich auch gerne Feierabend hätte. Nun fahren wir weiter. Nächsten Parkplatz suchen. Weil hier kann ich nicht stehen bleiben. So, das nächste, was ich jetzt machen könnte, wäre in Hamm hier runterfahren und ins Gewerbegebiet. Und gucken, ob es da was gibt. Die Parkplatzsuche von Norman Engel wird auch in seiner Spedition mit Sitz in Barbie bei Magdeburg beobachtet. In der Dispo laufen alle Drähte zusammen. Alle Bewegungen der 140 Lkw, die gerade in Deutschland fahren, können genauestens nachvollzogen werden. Helfen kann Speditionsleiter Mike Strauch mit seinem Team von hier aus aber nicht. Wir können halt, sag ich mal, von hier halt wenig Hilfestellung sehen, weil wir auch nicht sehen, wie es auf den Parkplätzen aussieht. Wir halt auch nicht wissen, wie die Prognosen sich. Wir wissen, dass es klar abends voller wird, dass wir den Fahrern abends heraus dann halt genug Zeit geben, einen Parkplatz zu suchen. Aber Empfehlungen aussprechen können wir von unserer Seite halt nicht. Das Speditionsgewerbe hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Der Preisdruck ist groß, genau wie die Konkurrenz. Hinzu kommt der Mangel an Lkw-Parkplätzen. Eine Erschwernis bei der Tourenplanung.
Wir liegen im Herzen von Europa und der Großteil der warmen Bewegung geht über die Straße. Jedes Jahr eigentlich ein bisschen mehr. Ich meine, es gibt ein paar Ansätze, Parkplätze zusätzlich zu bauen, aber wir sind da in der Politik aus meiner Sicht, sag mal, locker 10 Jahre zu spät dran. Also die Thematik, die Prognosen, die da aufgetaucht sind, wie sich der Lkw-Verkehr entwickelt, war eigentlich auch vor 10, 15 Jahren schon bekannt. Passiert ist seitdem aus Sicht der Spediteure viel zu wenig. Das bekommen nun die Fahrer zu spüren. Bei Norman Engel setzt Frust ein. Seit über einer Stunde sucht er, hat aber noch immer keinen Parkplatz gefunden. Dieses Gewerbegebiet war lange sein Geheimtipp, doch auch hier ist inzwischen alles dicht. Hier haben sie einen Stein reingelegt, also ist man hier als Lkw auch nicht mehr willkommen. Das ist Katastrophe. Das wird immer schwieriger. Früher konnte man mal noch in die Gewerbegebiete stehen, aber man sieht ja, da wird Stein hingelegt, weil die das einfach nicht mehr wollen, dass zu viel Müll rumliegt. Und dann gibt es Kollegen, die benehmen sich daneben. Und das sind alles so Faktoren, warum dann die Gemeinden, Kommunen, weil die bleiben ja letztendlich auf den Kosten sitzen, dass die sagen, hier bei uns keine LKWs mehr. Und die Leute, die dann ihren Beruf vernünftig machen und dann wirklich was brauchen, die sind dann halt die Dummen und suchen halt. Jetzt sieht's gut aus. Ich hoffe. Endlich, nach fast 1,5 Stunden Suche, hat er eine Lücke entdeckt. Am Ende eines langen Tages parkt er seinen 40-Tonner in der engen Parkbucht. Für mich ist es die Realität mittlerweile, weil es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Das ist jetzt hier die letzte Lösung, weil das war mein Geheimtipp, ist auch nicht mehr. Ja, muss damit leben, wenn ich den Beruf machen will, weil es ändert sich, glaube ich, die nächsten 3-4 Jahre nichts. So wie das aussieht. Geändert hat man hier an der bayerisch-österreichischen Grenze schon etwas. Auf der Raststätte Inntal West wird ein neues Parkverfahren getestet, das Kolonnenparken. Daniel Monninger ist der Leiter des Pilotprojekts. Jetzt ist hier Standardfall, ein Lkw fährt an das Terminal heran. Sie sehen jetzt auch, dass das Display hell wird. Und jetzt gibt der Lkw-Fahrer eben seine Abfahrtszeit ein. Das dauert in der Regel einen kleinen Moment, ca. 30 Sekunden. Und anschließend erhält er das Parkticket und die Schranke öffnet sich. Der Computer misst die Länge des Lkw und weist ihn einer sogenannten Parkstandsreihe zu. Dort parkt er ein. Der Vorteil: vorne stehen die Lkw, die am Morgen zuerst wieder starten. So können die Laster dicht an dicht parken. Gassen zum Ein- und Ausparken sind nicht mehr nötig. Dadurch passen 50% mehr Fahrzeuge als vorher auf die gleiche Fläche. Wir haben ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eigentlich und Samstag, Sonntag eine Vollauslastung. Das heißt, ja, die Parkplätze werden eben sehr dringend benötigt. Ein Steuercomputer sorgt dafür, dass Ein- und Ausfahrt reibungslos funktionieren. Die Anlage arbeitet eigenständig ohne Personal. Die Parkplätze sind kostenfrei. Doch es gibt eine Mindestgröße, sonst lohnt sich das System nicht. Also überall, würde ich sagen, kann man es nicht aufbauen. Die Anlage muss eine gewisse Größe haben. Hier zum Beispiel haben wir 31 Parkstandsreihen. Wir würden empfehlen, dass es nicht viel weniger Parkstandsreihen sind. Bei den Fahrern kommt das Konzept gut an. Diese Parking ist the best. Best. Of the Europe. It's very smart. Es ist sehr clever. Ich mag das sehr. Man findet immer einen Platz zum Parken und es ist sicher. Place for parking at any time. And it's safe. Perfekt, ist gratis. Alles bei Toilette, ist zahlen, ist kein Problem. Weitere Anlagen in anderen Bundesländern werden derzeit geplant. Es gibt auch Anfragen aus Mitteldeutschland. Und in Mitteldeutschland regt sich tatsächlich etwas. Vor allem Widerstand. In der Arbeitsgemeinschaft Autobahn haben sich mehr als 20 Gemeinden und Kommunen zusammengeschlossen. Sie alle liegen direkt an der Autobahn, haben mit den Problemen des Parkplatzmangels zu kämpfen. Sie wollen vor allem eines: gehört werden. Wir haben eine der
wichtigsten Magistralen Europas, die A2, hier durch unsere Lande queren. Und die Bedeutsamkeit dieser Verkehrsstrecke, die würden wir gerne auch erlebt haben. Der Onlinehandel wird weiter zunehmen. Und das wird sich nicht auf die Schiene verlagern, sondern da geht es ja um Schnelligkeit. Und das wird auf der Straße mehr sein. Also werden wir noch mit mehr Lkw-Verkehr rechnen müssen. Und deshalb darf man nicht locker lassen. Viele Briefe mit Forderungen haben sie an Landes- und Bundesministerien verschickt. Doch passiert ist ihrer Meinung nach nichts. Und die Antwortschreiben machen es nur noch schlimmer. Wir haben uns nicht verstanden gefühlt, haben dann nochmal hingeschrieben, aber man hat so vom Inhalt her des Briefes gedacht, naja, so richtig vollgenommen haben sie uns jetzt als Gemeinde nicht. Und da wird uns geantwortet, der Bund als Straßenbauträger für die Bundesautobahn leistet zur Lösung der Lkw-Parkplatzproblematik einen wichtigen Beitrag. Seit 2008 wurden bundesweit mehr als 17.300 neue Lkw-Parkstände auf Rastanlagen gebaut, also in 12 Jahren. Und das hört sich so an, als ob sie da noch stolz drauf sind. Also das kann jetzt nicht die Lösung sein und so richtig angekommen ist, glaube ich, das Problem dort noch nicht. Das muss man doch mal erkennen. Also das ist doch hier so ein Brieflein, um praktisch die Bürgermeisterin da, wir haben jetzt was geschrieben und gut ist. Und dann sind zwei Seiten, also einen Text haben sie alleine gemacht und das andere haben sie irgendwo abgeschrieben. Das ist nicht ernst genug, so fühlen wir uns auch. Ja. Der Unmut wächst. In allen Kommunen und Gemeinden entlang der großen Transitstrecken in Mitteldeutschland. Zurück im Kabelsketal, wo immer wieder Dutzende Lkw das Gewerbegebiet zuparken. Hier könnte eine Idee bald für ein wenig Entspannung sorgen. Eine Idee von Denise Schuster. Wichtig ist ja, dass die Fahrzeuge vorne rein und vorne rausfahren. Ja, richtig. Sie sollen zu dem an einem Tor rein und rausfahren. Ja, das meinte ich, aber dass sie vorwärts reinfahren genau, und auch vorwärts genau rausfahren. So, genau, ne? So ist es. Martin Leder gehört dieses Grundstück unweit der A14. Da kommt Denise Schuster ins Spiel. Sie hat in den letzten Jahren eine Online-Plattform aufgebaut, mit deren Hilfe Spediteure auf solchen privaten Flächen Stellplätze für ihre Fahrer buchen können. Unkompliziert über das Internet. Also wenn man davon ausgeht, dass wirklich so viele Parkplätze fehlen, dann ist es ganz notwendig, dass man schnell alternative Flächen organisiert. Und da ist der Bund aus unserer Sicht nicht der, der diesen Auftrag tatsächlich erfüllen kann in der Schnelligkeit, wie auch noch der Verkehr zunimmt. Und deshalb müssen Flächen hergenommen werden, die bestmöglich, wie Herr Leder sagt, schon vorhanden sind, die schon teilbefestigt oder komplett befestigt sind und dann einfach umgenutzt werden können als Lkw-Stellflächen. Sie sucht Flächenbesitzer, geht auf sie zu, macht sie zu Lkw-Parkplatzvermietern. Und damit ist die Dessauerin erfolgreich. 10.000 Parkplätze auf Messe- und Firmengeländen oder an Flughäfen kann sie über ihre Plattform mittlerweile anbieten. Bezahlen muss immer der Spediteur, nie der Fahrer. Also nicht, dass der Fahrer erst vorstreckt und dann kriegt man das Geld zurück, sondern dass der Spediteur das gleich bezahlt, sodass der Fahrer nur noch zum Parkplatz hinfahren muss. Und das ist das alles entscheidende Kriterium, wenn ich möchte, dass mein Fahrer an einer bestimmten Stelle parkt, also auch zum Beispiel zu einem gesicherten Parkplatz fährt, dann tut er das nur, wenn der für ihn bezahlt wird. 15 Euro kostet ein Stellplatz pro Nacht im Durchschnitt. Bemerkenswert, der Großteil der Buchungen kommt aus Osteuropa. Fehlende Parkplätze kann ihre Idee nur punktuell beheben. Doch zumindest an diesen Orten müssen Lkw-Fahrer nicht mehr verzweifelt Stellplätze suchen.